Ja, stimmt. Wisst ihr was? Dann schauen wir inzwischen mal zu Melli. Die trifft nämlich Pascal. Das ist Pascal. Er ist in Österreich die große Nachwuchshoffnung im Badminton. Wusstet ihr, dass Badminton die schnellste Schlägersportart der Welt ist? Pascal trainiert täglich, um so schnell zu sein. Pascal? Melli hingegen ist nicht ganz so flink. Aber vielleicht helfen ihr ein paar Tipps vom Profi. Ja, hier bin ich richtig. Pascal Cheng ist erst 15 Jahre alt und bereits 7. in der europäischen Rangliste der Herren. Hallo Pascal, hallo. Jetzt habe ich dich endlich gefunden. Sag mal, was fasziniert dich denn so an Badminton? Mir gefallen allgemein alle Schnellsportarten. Mhm. Und dann natürlich die Richtungswechsel mag ich sehr. Und der Nervenkitzel. Und was muss ich mitbringen, wenn ich Badminton spielen will? Man muss auf jeden Fall sportlich sein. Man muss halt Ehrgeiz mitbringen. Und natürlich mentale Stärke. Okay, gut. Sportlich bin ich, glaube ich. Ehrgeizig bin ich auf jeden Fall. Und mental bin ich auch nicht so schlecht. Dann kann man loslegen, oder? Ja. Pascal zeigt Melli die wichtigsten Schläge, wie Vorhand, Rückhand und den Lift. Dabei wird der Ball nur ganz sanft übers Netz gehoben. Ja, fast wie Fechten. Sogar. Mit 6 Jahren hat mich mein Vater mit in die Halle genommen und da habe ich ihm halt zugeschaut, wie er gespielt hat. Mir hat das immer mehr getaugt und ich mache eigentlich nichts anderes außer Badminton. Also meine ganze Leidenschaft gilt im Badminton. Pascal hat für Melli auch einen Hindernislauf vorbereitet. Melli darf den Federball am Schläger balancieren. Mit diesen Übungen trainiert man die Augen-Hand-Koordination und die Reaktionsfähigkeit. Nach dem Hindernislauf klappt es mit dem Spielen schon ganz gut. Hin und wieder vergisst Pascal allerdings, dass er mit Melli spielt und wechselt in den Profimodus. Ach, kurz eine Pause, Pascal. Pause kannst du später machen. Vorher haben wir noch eine Aufgabe für euch. Oh. Okay, schau mal rein. Ja. Zielschießen. Cool. Bei dieser Herausforderung bekommt ihr beide je 5 Badmintonbälle und müsst versuchen, sie in diesen Ring zu treffen. Wer von euch schafft die meisten? Und Melli trifft. Pascal zieht nach. Ah, Melli verfehlt den Ring. Pascal geht mit 3:1 in Führung. Und ja. Super! Ja. Hey, vielen Dank für dieses tolle Training. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und fürs erste Mal Badminton spielen war es gar nicht so schlecht. Hey, viel Erfolg für deinen weiteren Weg, Pascal. So, alles voller Papierschnipsel und zu. Und dir, lieber Pascal, alles Gute noch von uns beiden. So, Robert, jetzt aber. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Drück den Knopf. Okay. Ah. Oh. Ah, fertig. Das war's? Ja, schau rein. Okay. Wow, die Papierschnipsel sind alle weg. Und dafür ist ein Märchenbuch da. Oh, es hat geklappt. Wow. Die Maschine hat aus dem lästigen Buchstabensalat ein tolles Geschichtenbuch gezaubert. Wow, also das ist wirklich toll. Kurt, ich muss dich loben. Du übertriffst dich heute wirklich selbst. Oh. Wie machst du das? Ich weiß auch nicht. Talent, gutes Aussehen. Kurt. Ja, und Fantasie wahrscheinlich. Viel Fantasie. Hier geht's jetzt weiter mit Tom Turbo. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo, okidoki.